So. Herzlich willkommen zu einer. Naja, das Telefon hat sich schon abgewartet. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Hey! Oh, da ist die Musik. Ich meine, wenn an sich ist ja die Musik toll, weil es doch. Was für Gottes Namen machst du da? Wer wird sich noch wehtun? Oder ich drüber steigen. Aber so, jetzt will ich mal gerade zur Sache kommen, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich weiß, wir haben jetzt sozusagen zwei Wochen, glaube ich, ausfallen von Notstand gezahlt. Ich glaube, war leider so, dass ich nicht jetzt kam. Jetzt dienen jetzt erstmal noch was am Büro oder sozusagen ab. Diese die Stoffteile, weil ich, wie man ja sieht, ich, wie man es ja auch bemerkt, ich bin ja mit Controller. Gehen die Teile erstmal kaputt, dann wollte ich ja nicht spielen, weil dann beide Finger nach einer gewissen Spielzeit wehtun. Deswegen ist halt sozusagen blöderweise auch noch zwei Wochen halt ausgefallen, aber jetzt mit müsste es eigentlich sozusagen wieder kommen halt. So, wir sollen ja ins Gefängnis. Wie weit sind wir eigentlich hier im Spiel? Okay, ist noch ein bisschen, was wir hier am Hauptecken haben. Wir sind gerade bei der wievielten. Ich habe keinen Tab offen, das muss ich mal kurz nachgucken. So, wir haben noch 4 Steinpunkte. So, wir waren ja bei der wievielten Folge nochmal. Wo war denn jetzt die letzte Watchstats-Folge? Die eine Woche ist ja selber hier. Am Morgen des Lieb rausgekommen. Das war eigentlich. Nicht mehr so eingeplant, aber wir haben in der Folge 24. Ich glaube schon noch, dass sie auf jeden Fall noch ein paar Folgen hier so haben. Weil an sich die Hauptmission wollen wir noch machen, aber ich habe eigentlich vor, das hier und das alles zu machen. Diese Online-Rennen oder die Minispiele, die lassen wir außen vor, aber den ganzen Rest hier hatte ich eigentlich vor, sozusagen im Let's Play. Ist was? Hä? Hallo? Willst du das Foto machen oder was? Vergleichen hier. Du machst doch gar nichts an deinem Handy, Dirk. Der macht doch gar nichts. Hallo? Der macht gar nichts. Der macht doch gar nichts an sein Handy. Wollte mich fotografieren, aber macht doch gar nichts. Verredeter Tag in. Wo sind wir nochmal? Chicago? Müsste Chicago ja sein, oder? Das wohl eigentlich gewesen sein, dass wir an sich eigentlich mit Chicago sind. Okay, von Sammelobjekten haben wir hier nichts mehr. Hier müssten wir die C2S-Türme erstmal noch freischalten. Und die C2S-Netzwerke. Ich weiß an sich. Müssten wir vielleicht eigentlich, ich meine, ich glaube, das mache ich sozusagen zum Schluss der Aufnahmesession, dass wir jetzt da ins Gefängnis gehen. Das hat ja ein freudiger Abschnitt wieder. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Besonders der Schluss hat freudig. Das war eine Kurve gefahren, hallo? Das war in Ruhe.
So. Ich hätte ja mal eine Schwimmschutzanzeige. Hoppala. So, was passiert, wenn man Dampfrohr explodieren lässt? Das war ungeplant. Hoppala. So, das war eine Karre. So, da oben ist der. Auto. So, man kann es aber noch mal zu den Flüssentechniken mitnehmen. So, was aber ist, ich meine. Ich nehme das jetzt mal auch als teilweise Let's Play, weil wir hier eher gerade keine Musik laufen haben. Ich könnte nur eine Musik laufen lassen, aber die passt glaube ich nicht so wirklich hier zu. Weil mit der Musik von dem Spiel hat man probiert die Mannschaft, aber probiert beides da nicht wirklich richtige Inhalte. Eigentlich macht da nicht kein. Ich müsste mal gucken. Ja, ich glaube auch nicht. Ich habe sicherlich auch mal einen anderen von den anderen noch einen Schützenfeld. Einmal vom Sari. Der hat an sich keine Musik laufen lassen, der macht, weil er an sich ja. Das hat er den Kombi mit Sache. Ich glaube, der andere, ich weiß gar nicht, ob der da was laufen lassen hat. Mach ich einfach wortlos. Jetzt sehen die manchmal lustig, dass man teilweise in die erstmal Sachen sprengen muss oder so, teilweise. Dass man erstmal an diese Sachen rankommt. So. Sieht ihr, das Turm freigeschaltet. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Deswegen nutzt vielleicht eher sozusagen nichts, dass man Musik laufen lassen kann. Das finde ich auch blöd. Eigentlich mag ich ja die Musik eigentlich auch hier bei Watch Dogs. Okay, der andere zuckt aus einer Richtung. Ich schaue, weil der Zug müsste, glaube ich, also hinter mir sein. Ja! Das Intervall des Zuges angepasst, okay. Gut. Ah, schon alles kaputt. Der Müll überfüllt. Ich frage mich, existieren eigentlich die Straßen hier wirklich? Wo ist mein Auto da? Ich meine, ob sozusagen das Watch Dogs hier von wirklich teilweise die Straßen echt gibt. Oder ob das alles frei gemacht ist, die Stadt hier. Ich weiß nicht, an sich spielt das Leute schon. Ja, ein Cheat-Car, du spielst ja wohl. Komisch. Und ich war ja noch nie sozusagen ehrlich ein Cheat-Car oder allgemein in Amerika. Aber ein paar sind besonders ähnlich. So weit entfernt, wenn noch so was entfernt. Okay, wir gehen erstmal dahin, dann hier zu den Türmen. So. Ich meine, der Ball sozusagen keine Musik läuft. Das finde ich ein bisschen schade. Ich muss mal überlegen, ob wir es nicht vielleicht. Mal eine Session ist hier.
Oh. Das hatte ich noch nicht. Ja, der Energy. Okay. Der Typ muss in der Nähe sein. Wo? Potenzielles Opfer hat die Sicht. Wahrscheinlich auf Verbrechen, potenzielles Opfer. Kumpel, ich hab was Schönes von... Na, dein Arsch denkt wohl, er kann Fliegen fangen. Aha, ich kann verstehen, warum. Problematisch. Schön hier springen. Mehrere Mitglieder des Chicago South Club wurden nach einer Razzia in einer beliebten Sportbar in Brandon Docks verhaftet. Namen wurden nicht bekannt, doch die Razzia wird bereits von Bürgerrechtlern kritisiert, da sie den Leiter der Organisation außen vor ließ, den Unternehmer Dermot Lucky Quinn. Alter, als hätte der Verbrecher noch nicht nötig, das ist der Eskens. Mucke, ab da die Zähne, bitte. So, ich wollte eigentlich nur kurz dahin. Na jetzt. Alles erledigt. So. Du kannst deine Karre abholen. Was? Ja, 12 Minuten. Beklemmt. Ob es gehen wir nicht schnell fahren. Voll gestartet. Ist nichts passiert. Machen wir trotzdem dann ab. Hätte gleich was passiert, wenn ich das gemacht hätte dort jetzt. So, das war unterfahren. Ich glaube, ich muss mal überlegen, ob ich diese Folge speziell benenne. Sozusagen. Wenn sozusagen hat sowas getippt, sonst schon mal ein Kennzeichen. Yeah.
nicht Lust. Mensch. Ich meine hier vielleicht Sammelvollen oder. Ich muss mal verlieren. Weil an sich ist das in solchen Fällen eigentlich mehr mit der Story und in Deutschland gerade nur die Story interessieren mit den Kleinigkeiten hier noch nebenbei. Aber wenn diese Sachen teilweise eigentlich auch Story-Elemente kleine sind. Kleine, man kann glaube ich sagen, Nebenstory. Kann man schon sagen. Sammelobjekte. Ich glaube, ich nenne die von vielleicht Sammelobjekte Suche. Muss man tun. Da werden sozusagen mehrere Folgen gleich heißen, aber aus einem Ort, dass man sie sozusagen so kennzeichnet. Okay, den Verbrecher lass ich da mal in Ruhe. Wir hätten das nächste CTOS. Mal schauen, ob wir das noch in der Folge schaffen. Ich glaube ja. Ja, das wird ja minimal ein bisschen länger Folge. Man kennt das ja so gar nicht. Längere Folgen. Also 20 Minuten. Besonders nicht manchmal bei Minecraft, da rein sie auch drüber. Aber auch hier oder bei S-Turnier. Dass sie wieder die zweite Staffel im Arsch ist, ja. Hallo, ich bin mit dem getöteten Scheibenauto. Wie wollt ihr mich sehen? Wer hat das da gemacht, ey? Hallo? Ja, so. Ja, weißt du was, ich probier's einfach mal in die nächste Folge mit der Musik. Hätte vielleicht mal die Handbremse drücken sollen. Hier hat glaube ich B ist, oder? Ja. Bei Need for Speed ist es ja X, weil hier ist ja jetzt die Hauptverhinderung. Der ist auf jeden Fall nur ein bisschen. Still und leise. Man sieht's, nicht leise. Ich glaube, ich nehme mal den da vor. So, wir haben das Spiel wie zockt. Vorne. Dass wir unten in unserem Laser sehen können. Das war dann eine Frauenstimme. Ich wollte doch nicht da hochklettern. Um.
Jetzt dreht er den nach hier. Okay. Schnell mal hierher. Näher ist. Ja, ich weiß, wir haben einen aktuellen, würde ich ehrlich sagen. Warum sage ich das denn hier nur so? Ich mach's auch. Wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ja, mitten im CTOS-Netz. CTOS-Netzwerk hacken. Macht nochmal trotzdem Fallen-Cut. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.